Folge 27, Lego Marvel Avengers, Finalszene von Iron Man 3 und damit eigentlich auch von dem uns bekannten Spiel. Wir sind mal gespannt. Naja, außer die 100% Sachen halt, ne? Ja, machen wir noch, ne? Ja. Also ich habe jetzt eigentlich gewissenhaft alles eingesammelt, nichts liegen lassen. Boah, da ist der Hulkbuster. Wo? Oh. Hier. Aber in Blau. Der war mal halt blau? Der blaue Hulk, der... Boah. Ach, guck mal, jetzt kann er fliegen. Kennst du den Tick? Den Helden? Nee, also es sei denn, es sind seine beiden Brüder Trick und Drack dabei. Upp, jetzt ist mein Dings ausgesteckt hier. Der Controller, doch nicht. Ich habe nicht aus Spargründen die Kabel gebunden im Controller der PlayStation 4, die es gar nicht gibt. Nee, der Tick ist irgendwie so ein Superheld, so eine Superhelden-Satire gewesen. Warte mal hier. Der ist nämlich blau und muskulös und groß. Vielleicht ist für den das gedacht. Double Laser. Aber auch von Marvel? Nee, das ist von irgendeinem, ich glaube nicht, weder von DC noch von Marvel. Das ist halt so. Verarsche. Da weiß ich nur noch eine Folge, wo der Tick und sein, ich glaube sein Gehilfe, der heißt Arthur. Der ist die menschliche Motte oder so. Und dann gehen die in den Weizenpark. Da hat der Tick immer ein T-Shirt an. In den Weizenpark? Ja, das ist der Vergnügungspark. Da hat der Tick ein T-Shirt an, wo drauf steht I love Weizen. So, what the fuck? Ja. Das ist schon ein englisches Comic, oder wie? Naja, es ist also in Deutschland I love Weed halt dann, oder? Weed ist doch Weizen. Oder was haben die mir da immer in Dübel getan? Moment mal. Ich glaube nicht, Tim. Was ist denn das für ein Ding, sie? Ich lese mal den Tooltip. Wo ist der Tooltip hin? Weg ist er. Ich hau's kaputt. Komme ich denn an den Schalter? Tooltip this. Was hat es gebracht? Warte mal, das ist aber ein, das ist was, wo man hoch kann. Und ach so, okay. Ist aber teilweise schwer zu sehen. Vor allem für uns, die ja es eh nicht so haben. Die eh nichts sehen. Tiefen gar nichts. Ist auch so geil, in dem Film gibt es ja dann auch wieder einen Präsidenten und der ist auch wieder eigentlich eher ein ganz schöner Depp. Das ist irgendwie so witzig, seit der Bush-Regierung, seit der Bush-Ära, sieht man keine heldenhaften Präsidenten mehr. Außer Jamie Foxx jetzt letztens in, wie hieß der, auch wieder mit dem Channel. White Olympus Fallen Has Down. Genau, wo es die beiden Filme gab, die mal wieder mehr oder weniger gleich waren. Aber gerade so zur Bush-Zeit haben sie zum Beispiel dann oft eher Boah, so... Boah, auch super Team-Move! Oh, runterfallen oder was? Ja. Haben sie doch dann eher meistens, wenn sie irgendwie die Administration gezeigt haben, nicht die Präsidenten, sondern immer so, ja, den Zweiten in Charge oder so, der dann irgendwas machen musste. Das ist so geil. Da hat der Emmerich noch Schwein gehabt, dass er den Dings noch machen konnte für, wie hieß er? Independence Day. Mhm. Warum nehmen wir den Fahrstuhl, wenn wir zwei Anzüge haben, die fliegen können? Jetzt stell nicht solche Fragen. Vor allem, ich als Patriot darf solche Fragen nicht stellen. Ja, das stimmt. Das geht mal gar nicht. Irgendwas? Warte, hier kann man was bauen. Ein Oscar. Das? Was mit einem Magnet? Ach, damit kann man wahrscheinlich hier das Gerümpel wegtun. Warte. Ach, geil. Plötzlich ward es aufgeräumt. Sie wollten den Mandarin, Tony?
Nun, hier bin ich. Ich bin der Mandarin. Behauptet er das im Film auch? Nee, macht er nicht. Das ist alles Lüge. Das haben sie sich ausgedacht. Es gibt gar keinen Iron Man. In echt. Das ist alles nur Schauspieler. Nee, oder? Ja, total. Haben sie alle ausgedacht. Wie, dann haben die da gar nicht... Der Tony Stark ist auch gar nicht der reichste Waffenproduzent der Welt. Ist der auch gar nicht stark, obwohl... Der ist nicht mal Tony. Was? Komm her, du Hansel. Sie können versuchen, was Sie wollen. Sie können nicht gewinnen, das wissen Sie doch. Alles weggrenadieren. Siehst du, ich glaube, der war nicht auf den Oscars. Der Dings, der Schauspieler. Der Captain der America Robert, war da. Der Robert Downey Jr. Ja. Vielleicht macht er sich keine Illusionen. Er war ja dies Jahr auch nichts, oder? Nö, war der Avengers? Ja, vorher. War nix. Was ist das? Also ich versuche mal das hier oben zu lasern. Das ist doch irgendwie Gold. Gold wert. Ja, oder einfach ihn hier. So, ja. Wenn er sich schon runterwagt. Kilian! Tracht Prügel ist fertig. Jetzt redet es wahrscheinlich allen Kilians zu nahe. Aber ich finde, Kilian ist ein Name, der klingt sehr kindlich. Weißt du, was ich meine? Das ist aber, glaube ich, nur, weil du den so mit irgendwie vielleicht mit Werbung oder sowas verbindest. Ich finde, das ist aber doch... Gibt's den Namen wirklich? Ich glaube schon. So heißen Leute wirklich so? Ich glaube schon. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen wie, wenn die 8 Jahre alt sind, werden sie auch umbenannt, weil das halt nur gedacht ist, um das Kind zu benennen. Das habe ich ja als Kind immer gedacht. Dass man später einen Erwachsenen noch ein, ja, weil ich fand das immer total komisch. Dass ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich später noch genauso heiße wie als Kind. So, das ist der Teil 1 der Geschichte. Und jetzt? Jetzt kommt Teil 2. Stellt sich heraus, ist tatsächlich so. Weil ich heiße halt nicht mehr so, wie ich als Kind hieß. Das stimmt. Sogar, das Geile ist, sogar nicht nur mit dem zweiten Namen, sondern ja auch mein Nachname. Hat sich auch geändert. Also... Sag mal, ja, aber ich hatte vollkommen recht. Aber weil du halt auch mehr oder weniger so internationaler Terrorist bist und deswegen halt auch das alles ablegen musstest. Aber es ist ja wirklich so, also Fritz war ja nie das ein Name, den ich... Aus Verwechslungsgründen. Den ich benutzt habe. Eigentlich ich fand den ja auch immer, ich fand den auch ehrlich gesagt immer furchtbar. Echt? Ja. Inzwischen mag ich den voll gern. Sei bitte so gut und spring Mark 42. Selbst nachdem Killian in einem Iron Man Anzug gekocht wurde, hatte er noch nicht genug. Tony hatte Glück, dass ich nicht in Laune für weiteren Unsinn war. Mit meinen wunderbar röstenden Kräften und einem Iron Man Repulsor grillte ich den Streber. Zur Feier, dass dieser Wahnsinnige beseitigt war, sprengte Tony all seine Anzüge in die Luft. Er versprach mir, den Urlaub mit mir zu verbringen, statt einem Schraubenschlüssel und einem Ork-Reaktor. Nachdem der Präsident in Sicherheit war, versprach Tony, seine Genialität für die Heilung von Extremis einzusetzen. Gleich nach einem festlichen Abendessen. Oh, und der Entfernung seiner Granatsplitter. Ach ja, nicht vergessen. Er ist Iron Man. Wie hat er sie denn nochmal geheilt eigentlich? Wurde das sie erklärt? Weil er sie ganz doll lieb hatte. Jetzt wirklich? War das auch also so? Also wenn sich zwei ganz doll lieb haben, dann kann es manchmal sein, dass die sich von Extremis heilen. Aber nur, wenn sie sich ganz, ganz doll lieb haben. So ist das, Kinder. Ihr habt das zuerst gehört. Und wahrscheinlich auch nur hier. Oh Mann. Das klingt halt eher, als wäre es das Gegenteil, ne? Wenn man sich ganz doll lieb hat, dann kriegt man Extremes. Aber naja, was weiß ich schon. Guck, ob noch so eine, sie haben alle Story-Missionen geschafft, Sequenz kommt? Schauen wir mal. Vielleicht haben wir noch nicht alle Story-Missionen geschafft. Hier kommt jetzt noch ein Film. Iron Man 4,5.
Nee. Ja, dann mach mal hier Weltraum. Vielleicht haben wir noch eins vergessen. Vielleicht gibt es den Superfilm. Vielleicht können wir jetzt schon Avengers 3 spielen. Hier Infinity Wars Film. Wann kommt der? 2018? Noch irgendwann. Irgendwann kommen die alle. Ja. Sehr schlimme. Es wird nie mehr aufhören. Aber es nutzt sich schon so ein bisschen ab, ne? Also. Also. Man guckt die schon auch irgendwie ganz ich gerne. Ich gucke die Filme an sich gerne, aber ich mag das eigentlich nicht so, dieses Wissen, dass es halt so viele noch geben wird, die jetzt schon geplant sind. Weil es mir in gewisser Weise so eine. Das macht jeden einzelnen von denen halt beliebig und austauschbar irgendwie, weil sie haben ja eh, wenn einer scheiße ist, dann laufen ja noch vier andere so ungefähr. Ja. Und es ist auch irgendwie so ein bisschen, ob der und der Charakter den Film wohl überlebt, wenn noch irgendwie drei andere mit dem angekündigt sind. Ja. Andererseits, es ist halt, was mir dann immer wieder gefällt an den Filmen, ist so dieses, das ist echt so dieses klassische Popcorn-Kino. Weil ganz viel von dem Zeug, jetzt zum Beispiel auch bei den Oscars oder so, waren ganz viele Filme bei, wo ich so weiß, ja, die gucke ich mir beim Video on Demand oder auf Blu-ray oder so an, da brauche ich keinen Kinosaal für. Aber ich gehe ja wirklich gerne zu diesen großen Krach-Bumm-Filmen ins Kino. Weil es ist einfach geil, auf einer großen Leinwand das zu erleben. Also ein Mad Max nur im Fernsehen zu sehen, das ist schon eine ganz schön andere Welt. Schauen wir mal, ob da noch irgendwo ein Hub ist, wo wir noch ein bisschen rumturnen können. Ich würde ja gerne mal nach Asgard. Wie komme ich denn nach Asgard? Manhattan. Da oben ist doch so ein Loki-Kopf, oder ist das nur eine Story-Mission? Das ist eine Mission. Was ist denn das? Ah, da schau mal rechts. Diese Fahne da, diese gelbe. Ah, dorthin reisen. Ich kenne mich doch aus. Entweder war das Borussia Dortmund dorthin oder Asgard, eins von beiden. Hui. Guck mal, der Bifrost. Das sind doch die mit diesem Lastwagen vorbeikommen und Essen bringen. Ne, Bifrost, ja. Mann. Die klingeln immer. Ja. Wie nehme ich ihn jetzt? Wie gibt's denn hier noch Cooles? Harley Kina. Ach, das ist der kleine Bub. Hawkeye. Wie kann man hier alles kaufen? Eigner J, eigener I. Oh Gottes Willen. Hier gibt es einen zu kaufen. Korvac. Ach, das ist, glaube ich, einer von Agents of S.H.I.E.L.D., den wir auch schon besiegt haben. Blaues Handlang. Wie hast du das Ding angemacht, das Menü? Dreieck gedrückt halten. Der verwandelt sich aber meiner. Tja. Würde ich mal sagen, wir haben ganz schön Pech gehabt. Egal, spiel ich halt als Hulk. Ich in Asgard. Jetzt, wer war denn America Chavez noch gleich? Nehmen die mal kurz. Scheint irgendwie aus dem Captain America-Umfeld zu kommen. Oh, nee. Doch nicht. Moment. Warte mal, die macht was? Was macht die? Oh, die kann auch fliegen. Ich muss Asgard. Also viel ist ja aber gar nicht. Hier ist Babaloki. Babaloki. Oh, hier ist ein goldenes geil. Pferd. Johnny Storm. Warte mal. Du musst doch jetzt Flame on. Flame on. Wann kommt dann das Lego-Spiel zu dem neuen Fantastic Four-Film? Ich glaube zeitgleich mit Teil 2 oder Teil 3 davon, von dem Kinofilm. Sei gegrüßt. Da habe ich aber schon, da ist ja schon das Drehbuch geleakt vom zweiten Teil. Da ist es nämlich so, also die Eröffnungsszene ist, da fährt so eine Limousine mit so Fox-Studio-Bossen, ja. Und dann werfen die auf so einen großen Haufen kofferweise Geld und dann kommt einer mit Benzin und zündet es an. Ah, also die ganz klassische Dramaturgie. Genau. Nee, ich glaube, das ist war nicht so der Hit. Ich schätze, ich brauche deine Hilfe. Wo mich auch mal interessieren würde, was da so hinter den Kulissen abgelaufen ist, weil das ja von dem Regisseur von Chronicle gemacht worden ist. Und der behauptet ja, er hatte eine Version von dem Film, die total toll war. Und dann musste er die zusammenstutzen und kürzen und so. Und es wäre dann alles kein Spaß mehr gewesen. Hast du diesen nie veröffentlichten Fantastic Four Film gesehen? Den es im Internet gibt? Es gibt einen Fantastic Four Film, der wurde gedreht. Ich glaube
in den 90er Jahren oder so. Aha. Und der wurde nie veröffentlicht. Den kann man aber im Internet, also auf YouTube gibt es den komplett als Film. Okay. Und es ist halt wirklich, es ist so geile Scheiße. Also so unfassbar schlecht. Also wirklich so wie an einem Nachmittag für 50 Euro gedreht. Absoluter Wahnsinn. Cool. Wie vielleicht eine der schlechtesten Folgen vom alten Enterprise, so nach dem Motto. Also ein Hingucker auf jeden Fall. Hey, wieso Captain America spielen, wenn ich Captain Universe sein kann? Warte mal. Abflug! Boah, das ist ja auch cool. Ich kann auch Raketen schießen. Wieso habe ich Captain America gespielt, der Captain Universe ist? Oder die... Irre. Ja, ich glaube, damit endet unser Ausflug in Lego Marvel Avengers. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie es da demnächst weitergeht mit Lego Let's Plays. Lego Star Wars. Das erscheint ja irgendwann dieses Jahr noch, genau. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Mehr ist dem nicht hinzuzufügen. Vielleicht noch kurz, wie fandest du das Spiel jetzt insgesamt? Ich fand's ziemlich wirr. Genau, würde mich auch anschließen. War jetzt nicht unbedingt das Highlight dieser Reihe. Ich fand vor allem, dass der Humor nicht gezündet hat. Also in den seltensten Fällen so wirklich. Also es war halt natürlich die Szene, die man aus dem Film kennt, mit added Slapstick, aber oft wirkt es sehr bemüht. So, es war nicht so wirklich super lustig. Und wie gesagt, das ist halt alles sehr wirr erzählt gewesen. Wirrer als die anderen Filme, anderen Spiele, die ja auch eigentlich nur gedacht sind für Leute, die den Film schon gesehen haben. Aber das ist auch, dass es halt so komisch durcheinander alles, wie die Filme da reingehen. Ja, ich fand auch, dass das ein bisschen, also ich fand es fast besser, die Filme in diesen Kurz-Mini-Varianten, die jetzt am Ende noch so rangeflatscht waren. Ja. Ich hätte die vielleicht lieber so erlebt, ein bisschen länger. Ja. Aber vielleicht so nicht 3 Level pro Film, sondern vielleicht so 5. Ja. Und dann aber nacheinander irgendwie erlebt. Nicht dieses auf Teufel komm raus irgendwie Avengers 1 und 2 zusammen zu mixen. Für was auch immer. Also für welchen Grund auch immer. Wer weiß, wie, warum das so entstanden ist. Ich meine, es ist immer noch ein schönes Lego-Spiel. Also dieses Rumrennen und Rumbasteln und so und diese ganzen Level und so, das ist schon, macht schon immer noch alles Spaß. Aber man auch besser machen können. Ja. Also so nett das alles gebaut. Ist aber tatsächlich, also es liegt nicht daran, wie das Spiel ist oder die Level, sondern es ist wirklich in erster Linie eine Dramaturgie-Geschichte. Also, weil hübsch ist das ja alles. Und die ganzen Mechaniken und so, das ist ja alles okay. Ich habe da kein großes Problem mit, weil ja viele irgendwie so wahnsinnig gesättigt davon sind. Aber so für die Art, wie wir sowas spielen, also viel vom Thema abweichen, viel Quatsch erzählen und so, dafür finde ich das ziemlich okay. Also man kann die ja immer ganz gut mitnehmen. Gut, dann hätten wir das. Danke euch fürs Zuschauen und bis bald auf GameTube. Macht's gut, ciao.